Cheerio, meine lieben Fußballfans, willkommen zurück zu FIFA 19. So, heute erwartet unser Spiel gleich zu Beginn gegen Watchdale. Ich würde sagen, da springen wir auch direkt rein. Gleich mal mit Action zum Anfang starten. Gut, machen wir mal. Ja, was heute auf unserem steht, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ihr seht jetzt, wir spielen jetzt erstmal das Spiel hier gegen Watchdale und hoffen, dass wir weiterhin brav und schön neue Spieler bekommen, Jugendspieler, für unsere Akademie. Es regnet. Problem ist, ich muss mal ganz kurz das Ganze für mich ein bisschen lauter machen. Das ist nämlich extrem leise hier bei mir. Weil ich hatte gerade Harvest Moon aufgenommen und Harvest Moon ist immer ziemlich laut. Da kommen sie. Spiel am Fokus, Mr. Henderson hier. Warum? Naja, dann legen wir mal los. Und schauen, dass wir auch im Carabao Cup wieder weiter vorankommen. Gerade ein paar Probleme gehabt. Und zwar ist mir FIFA immer wieder abgestürzt, wenn ich Dextory angemacht habe. Man benutzt ja Dextory, um Screens zu machen. Allerdings ist mir gerade immer wieder FIFA abgestürzt dabei. Und ich dachte mir so, Alter, was ist denn los? Dann natürlich geguckt, irgendwann, weil es nicht mehr klappte, habe ich geguckt, Fraps. Ja. Fraps kostet aber Geld und ich habe keinen Bock auf Watermark irgendwo um die Ecke. The fuck. Ihr seht das im Video nicht, aber ich habe hier gerade eine, ich habe hier eine FPS-Anzahl. What the fuck? Wie hoch ist denn die FPS-Anzahl gerade? Ich habe gerade 200 FPS. Das muss ich mir aber gleich mal angucken. So, zack. Aber jetzt müssen wir uns erstmal fokussieren auf das Spiel. Das Spiel ging jetzt wieder, nachdem ich es im randlosen Fenstermodus geschaltet habe. Ah, fuck. Hallo? Huch. Ich glaube, da wird gleich Biada eine gelbe noch bekommen. Da ist Henderson, der im Fokus ist und voll daneben schießt. Wunderbar. Es regnet leider hier in Strömen. Stimmt, wir warten ja immer noch darauf, dass Baumann in die 16 wird. Mir jetzt gerade ein. Baumann, ich finde das geil, ein Baumann, weil ich war immer schon ein Fan von... Bist du jetzt peinlich? Ich habe den Vornamen vergessen. Baumann von Hoffenheim. Wo ich mir dachte auch früher, der muss nach Werder kommen. Ja. Naja. Oh. Alter! Tja. War wohl nicht so Randall. Warte mal, keine Doppelstrafung, ne? Tja, hier. Midfield konnte gar nichts machen. Ja, zack! Tatsächlich Elfmeter. Eieieiei. Ist er denn wirklich unser bester Schütze? Elfmeter, ja. Aber Biada ist ein anderes. Besser ist natürlich Biada. Fußballgott Biada. Ja. Sehr schön, sehr schön. Elfmeter genutzt, 1:0. Und dann erst Fußballgott Biada. Schönes Ding. Und danke für den Elfmeter, Randall. Das war vollkommen unnötig, was er da gemacht hat. Schön von Zimmermann. Das ist wieder Whitfield. Auf Biada. Der nimmt den neuen Stürmer Zimmermann mit. Irgendwie haben Whitfield und Zimmermann unbewusst die Rollen getauscht, kann das sein? Oh, schön, da Warrell. Oh!
Nee. Vargas ist ein bisschen klein. Es wird nichts. Aber wir dürfen nichts sagen. Vargas hat bereits schon einen Kopfballtor mal gemacht. Hat Whitfield auch keine Gelbe bekommen von vorhin, ne? Ist. Fuck, ey. Oh, Alter, ernsthaft? Wie kann der so einfach zum Kopfball kommen? Hier, Legge. Zwei Männer stehen da, ey. Das ist nicht euer Ernst. Legge und Zimmermann. Toll, das ist auch der Typ, den sie im Fokus haben. Henderson, der schon ein bisschen älter ist. Toll. Rochdale Goal, Number 40, Ian Henderson. Toll. Na, ah, mit viel kann man nicht richtig ran. Dann, ja, ich bin auch dann. Das war total unnötig, da in der Abwehrfehler von Legge und Zimmermann. Bisschen enttäuscht, Leute. Bin ein bisschen enttäuscht gerade. Alter. So. Gib mir den Ball. Ball. Ah. Vargas, komm schon. Ah, Mist. Unnötig 1:1 zur Halbzeit. Unschön, definitiv unschön. So. Da wird viel mal wieder am Krückstock läuft. Typ, der übliche Wechsel. Da. Zwar kann Tumin auch zentral. Das war ungewollt. Zentral offensives Mittelfeld spielen, aber. Ja, da ist erstens da viel besser und auch, ich finde auch Tumin ist besser im Sturm. So. Wir haben, glaube ich, noch derzeit Dings, ne? Fällt mir gerade ein. Wir haben noch die Transferphase derzeit. Ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht auch mal jemanden ausleihen. Ja, ja, er ist im Fokus. Ich weiß, er war vorhin schon im Fokus und jetzt wieder. Ein 1:1 geschossen hat. Ach. Mendy, ja. Sehr schön. Woo. Ma. Oh, Zimmermann. Voll Volley abgezogen. Tumuin, ne? Tumuin. Tumuin. Mann, ich bleib mal mit dem Kopfhörerkabel hier gerade hängen. Was ist denn los? Ne. Böhm. Biada. Zimmermann. Vargas schickt da sehr gut. Banku. Vargas! Was war das? Ehrlich, was war das? Would Alex O'Neill please meet your wife at the ticket office? Thank you. Ja, Alex White, viel Spaß. Sehr schön.
Ja, da schickt er Vargas. Der. Und bei uns auch. Will Cannon kommt für David Wall. Bei uns werden aber keine Spieler genannt, das ist traurig. So. Henderson wieder. Oh. Sehr schön vom Böhm. Ah. Zimmermann ist aber nicht schnell genug. Zwar ist er groß, aber leider auch nicht sehr temporeich. So, los geht's mit Tumin. Wow. Ach, leck mich doch. Buh. Ja, komm. Jillian Henderson geht raus. Gillum kommt rein für Rochdale. Und bei uns habt ihr ja auch gesehen. Kanu kommt rein für Vargas. Obwohl, noch nicht. Das hat, ach, das hat er gerade nicht angenommen, okay. Boah, schön. So, der Tausch, auch Vargas raus, Kanu rein. Auf uns dadurch natürlich jetzt also ordentlich nochmal einen Schwung. Problem wird, dass wir wahrscheinlich gleich in die Verlängerung gehen dürfen. Wegen diesem unnötigen Kopfballtor von Henderson, ey. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Sehr schön, Howard. Vom Ausge... Verlängerung. Na, dann wollen wir mal. Ach, es gibt keine... Ach, es gibt direkt Elfmeterschießen. Ach du Hanne. Echt? Okay. Ach du Schande. Oh, wunderbar. Also das heißt, wir fliegen gleich wieder raus. Sehr schön. Alter, nimm doch Anschwung. Ha! Dankeschön, 2-0. Ah. Nein! Das wusste ich. Aber ich wusste, dass es wieder so scheiße wird. Der nimmt auch so viel Anschwung, Alter. Ist das dein fucking Ernst? Ehrlich? Warum springt der nicht? Ich drück doch A. So. Okay. Anscheinend letztes Ding, ne? Jetzt baller ihn einfach. Mann, das kann doch nicht angehen!
Wieso sieht er jeden scheiß Ball? Hüpf doch, du Sack. Entschuldige für die Brot, aber das ist so. Wir haben 2:0 geführt, ja? So, komm, bitte halte den. Wenn du den hältst, sind wir durch. Schön. Ja. 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 Tja, den hat er versaut. Tja, wir sind weitergekommen. Im Elfmeterschießen. Da. So. Oh, ja, das ist echt nervig wegen diesen Kack-Dings die ganze Zeit. Wegen diesen, oh, Alter, ey, dieses Kabel nervt mich gerade. Was ist denn dein Problem gerade hier? Bleib doch mal bitte gerade. Ich bleib die ganze Zeit am Mikrofon damit hängen. Das ist aber das Störende. Moment. Einmal kurz richtig drehen hier. Was ist denn dein fucking Problem, Kopfhörer? Könntest du das jetzt mal bitte mit sein lassen? Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit beim Mikrofon hängen zu bleiben. So, ich wollte Leihspieler gucken. Aber wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich noch? Das ist so immer die Frage. Wir haben noch 1,3 Millionen im Grunde. Da. So. Premier League, was gibt's denn hier so zum Leihen? Johannes Eggestein? Die haben sich echt Johannes Eggestein geholt? Ich meine, klar, ich leihe mir den gerne. Mein Brewster. Pack ich auch mal drauf. Okay, nicht so schlecht, warum auch? Ampadu ist eigentlich auch nicht so schlecht. Da. Torwart, genau, wir können so einen Torwart holen. Derzeit, weil wir haben derzeit noch keinen Torwart. Warum also nicht? Gucken wir mal, was wir in der Bundesliga kriegen. Stefaniak. Gut, warum nicht? Dann John Bayern, wie immer. Alter, was sieht denn Tom Bark aus? Seht ihr das? Na, dann wollen wir mal, ne? Gucken wir, dass wir die leihen können. Ich glaube, ich habe alles außer das, was ich eigentlich leihen wollte. Obwohl, ich habe einen Verteidiger dabei, ne? Ja, wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. Bevan ist auf 2 Punkte hoch, sehe ich gerade. Wie hast du das denn gemacht, Bevan? So, wie sieht es denn mit dem Torwart jetzt aus hier? Niklas. Nein, der ist immer noch 15. Der ist immer noch 15, der Typ. So, wir haben uns einige zum Leihen hier rausgeguckt. Wollen wir mal Eggestein leihen, wa? Dass der zu Chelsea gegangen ist, echt? Das ist so, wow, was? Wie wär's mit 2 Jahren? Alter, das Gehalt wieder mal, ey. Das ist so übertrieben, ey. Ey, wie kann man so teuer... Ah, von mir aus. Einfach mal so ein bisschen was auch für die Verteidigung holen. 2 Jahre. Super. Dun, dun. Natürlich geht's nicht. Dun, dun. Fürs linke Mittelfeld, warum nicht, ne?
Einfach mal so ein paar Leute ausleihen, die dann ja auch wieder verschwinden. Stefania, muss auch wieder mit 24 wieder ausgeliehen. Was ist denn los hier? So. Gut, ich wollte sagen, ihr schmeißt euren Spielern das Geld hinterher. Könntet ihr ja ein bisschen auch immer entgegenkommen, ne? Bulka, dann mal versuchen zu leihen. Also, hallo Chelsea. Wir gehen gerade bei Chelsea ausleihen, die ganze Zeit. Dann hätten wir nämlich auch erstmal kein Problem, wenn man was Dings angeht. Was Ersatztorwart angeht. So, und zu guter Letzt noch Brewster. Dann könnt ihr nämlich die noch verkaufen, die ich hier ein Dings habe. Eine Reserve habe, Bären und so weiter. Weil mit, wenn wir die haben, die Stürmer und alles. Und hallo, Jürgen, wie geht's dir? Bei mir krickelt das gerade so ein bisschen im Dings. Ich will mal gucken, ob das auch in der Aufnahme so ist. So. Cool, dann warten wir jetzt mal, was die ganzen Laien sagen. Abgelehnt, 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 abgelehnt. Alle abgelehnt, ey. Leckt mich doch arme Füße, ey. Für Joyce. Wir sind Joyce. Und Zentral Defensiver. Ja, warum nicht? Bitteschön. Schade. Aber wir beobachten die einfach mal. Also ich werde die... werde die jetzt alle runternehmen. Aber wir werden sie beobachten. Einfach mal beobachten. Einfach mal rauf da. Ja, Suche starten bitte. Mal beobachten. Mein Ohr juckt. Entschuldigt mal kurz. Aua. Mein Ohr. Da. Mal beobachten. Booster auch. Junge Spieler mit Talent mal so beobachten. Kann also sein, dass wir jetzt erstmal nichts mehr holen. Weil ihr seht. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 1,3 Millionen sein. Im Grunde könnten wir mal gucken nach hier. Freigabesumme. Aber würde ich jetzt nicht in den hohen liegen gucken, sondern hier eher in den niedrigen. Cordova, Diamantakos. Kills leichter. Was? Läuft aus dem Elfen, oder? Ich beobachte den einfach mal. Fröde, Geipel, Hauptmann. Sagen wir mal junge Spieler, die ich ausgucke. Wie viel hat er denn eigentlich? 300.000, okay. Mal junge Spieler angucken, so, hey, wie sind sie? Warum haben die so wenig? Hier ist 5,8 Millionen, okay. Kannst ja eher vergessen. Hier Kilic, 710.000. Pintidis mit 180.000. Patrick Susek. Ich beobachte die jetzt einfach mal und gucke, was ich denn da kriege. Semi Ucha und Tempelmann. 1,1 Millionen. Anna, no. Dann haben wir hier Bauer. Gucken wir auch nochmal. Carstens. Dann so. Ist natürlich extrem teuer. Goden. 1,2 Millionen wäre da gehen. Felix Götze. Kilian Jakob. Ah,
Einfach mal so die ganzen jungen Spieler mal sehen. Einfach mal gucken, so, hey, was könnte da Gutes laufen, was nett. Fabian Kiefer. Wolfgang Hiesel, hey. Aber man sieht, Kaiserslautern ist die erste, zweite Liga wieder aufgestiegen. Das ist schön. Ja, du, Dominik Reimann, ne? Du hattest es dir ausgesucht gehabt. Zur Not holen wir uns einfach später in der Winter jetzt zwischen den Pausenfolgen da. So. Jemand möchte Oyelike kaufen. Für 370.000. Das Ding ist rät uns an, wir können sogar 380.000 nehmen. Deswegen verhandle ich mit denen erstmal jetzt. Gucken wir mal, was sie zu 450.000 sagen erstmal. Das wäre nochmal ein bisschen Kohle obendrauf. Die würde ich sogar, wenn wir sie jetzt nicht an den Spieler vergeben, würde ich da sogar einen, jo, geil, neuen Jugendscout holen. Wir haben ja noch einen Platz frei, ne? So, dann gucken wir mal, wie wir uns da schlagen. Piep. Howard gegen Howard. Finde ich gut. Im Torwart. Zweimal Howard. Warwell mit dem 1 zu 0. Wunderschön. Vargas. Auch nochmal bei den anderen Anschlusstreffer. Braucht nicht mehr werden, ne? Sehr schön, Vargas mit einem Tor. Vargas ist ein richtiger guter Stürmer. Kann ich ja sagen. So, wie sieht denn aus? Thiago von Bayern nach Tottenham. Williams von Bilbao, ne? Zu Paris Saint-Germain. Und Mendy von Manchester City zu Bayern. Schön. Joyce ist verkauft, das ist gut. Wie sieht man denn Oyekele aus? Oyekele. Piep, piep. Da. Oyekele ist auch verkauft. Oh, jemand möchte meinen Stamm Rawlinson haben. Ja, es tut mir leid, also da werde ich jetzt definitiv 1 Million verlangen. Das ist mein Stammverteidiger, Kollege. Gut, 49.000. Oh. 900.000. Jetzt klar, dass ich eigentlich da 850.000 verlangen dürfen, ne? So, Joyce ist auch verkauft. Gut. Bing, bing. Bing, bing, bing. Ja, Ölecke ist zu. Ach, irgendeine Bahn. Man hat das hinten nur gesehen, irgendeinen chinesischen Verein oder so. So, ist das hier gleich vorbei? Wo sind wir denn eigentlich? Port Vale. Hallo? Wir haben einen Zugang für 680 und Biara, sonst haben wir über 1,5 Millionen für Abgänge eingenommen. So, das war's. Transferfenster ist geschlossen. So, was haben wir denn hier? Jugendmannschaft, Trainingsverletzung. Wer? Steffen Böhm für 8 Wochen. So, was hast du denn hier? Alter, wow, viele da. Schulte. Nee. Obwohl mit seinen 230 könnte er. Was weiß ich, nehme ihn erstmal mit rein. Das hier sage ich auch nein. Nö. Der könnte eine Bombe sein. Ich nehme ihn mit rein. Das könnte auch gut sein. Herr Winter, ich lasse ihn erstmal so drinne. Der kommt raus. Der ebenso. Und der auch. So, Winter lassen wir mal weiter drinne. Dann hier. Da haben, der könnte auch gut sein. Price. Ich lasse ihn erstmal so drinne.
Du kommst raus, du ebenso und auch. Sehr schön. Jetzt gucken wir uns mal kurz in der Jugendschule um hier. Schulte hat 57, hat aber noch ein gewisses Potenzial. Groß kann richtig gut werden, muss halt nur ordentlich trainiert werden. Könnte aber auch ein guter Ersatz für Böhm sein. Ich glaube, das Problem ist, wir haben derzeit keinen rechten Verteidiger, den wir reinstecken können, ne? Ich meine, Rawlinson kannst du nur rechts spielen. Ach, wir haben auch Kota hier, klar. Ist natürlich schade, aber was sollen wir machen, ne? Alter, unsere Mannschaft ist so geschrumpft. Uns fehlen voll die mit zentralen Mittelfeldspieler. Ich glaube, ich werde in der Pause gleich mal ein paar freie Spieler scouten hier fürs rechte Mittelfeld, also fürs Mittelfeld und so. Die sind da echt ein bisschen schwach aufgestellt. So, das Training muss ich jetzt auch anpassen, Freunde. Wir müssen jetzt Trainingsgruppen machen. So, Baumann, Baumann, Zimmermann. Ja, Böhm kann leider nicht machen, deswegen packen wir hier jetzt noch Schulte mit rein. So, das ist dann jetzt Gruppe 1. Gruppe 1, so. Zimmermann hat die 70 geknackt, wunderbar. Da, 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 da. So. Oh, ich sehe gerade, ich kann noch die Folge beenden für heute. Wäre super, wenn ihr den Part bewerten wolltet. Denkt doch an den roten Knopf der Porta Vesta unter diesem Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.